Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine haben wir denn jetzt in Remscheid? Im Grunde genommen ändert es sich stündlich. Also meine letzte Meldung war gewesen, dass wir so an die 350, 360 hier in Remscheid jetzt gemeldet oder von denen wir zumindest als Stadtverwaltung Kenntnis haben. Es können ja auch mehr sein, wenn die bei Verwandten, Freunden. Ja, aber da ist unsere Erfahrung auch in den letzten Tagen, dass diejenigen, die privat untergekommen ist, jetzt eben doch auch bei der Ausländerbehörde vorstellig wurden, entweder um Leistungen zu beziehen oder weil die gesagt haben, wir wollen eine andere Unterbringung. Es ist doch zu viel im Haushalt sozusagen von den Leuten aufgenommen zu werden. Ohne Registrierung keine Arbeitserlaubnis. Das ist sowieso der Fall, ne? Also auch ohne Registrierung kein Leistungsbezug, ohne Registrierung auch kein Anspruch auf Unterbringung. Weil das ist ja die Besonderheit hier und auch der Unterschied zu 2015. Die Ukrainerinnen und Ukrainer müssen kein Asylverfahren durchlaufen, sondern sie können visumfrei einreisen in die Bundesrepublik und sich 90 Tage hier aufhalten. Es sei denn, sie wollen eben Leistungen in Anspruch nehmen, dann müssen sie sich registrieren lassen. Dann bekommen sie einen Aufenthaltstitel nach 24 Aufenthaltsgesetz und der gilt maximal 3 Jahre, jetzt erstens nach der jetzigen Rechtslage. Und sie haben eben unmittelbar auch eine Arbeitserlaubnis. Die Bezirksregierung in Arnsberg hat Ihnen jetzt weitere Flüchtlinge angekündigt. Mit wie vielen rechnen Sie denn in nächster Zeit? Das ist eine gute Frage. Also das würde ich auch gerne wissen. Also es sind so, ich sage mal, so Chargen von 10 oder dann nochmal 9 angekündigt worden. Aber das ist derzeit sind die immer noch am Abfragen, wie viele denn in den Kommunen jeweils sind. Und das ist ja ganz, ganz unterschiedlich in der gesamten Bundesrepublik. Es konzentriert sich sehr auf die Großstädte oder die Städte, die einen IC-Anschluss haben. Im ländlichen Raum ist fast gar noch gar nichts viel angekommen. Und man muss jetzt einfach sehen, dass man es auch einigermaßen gerecht unter den Kommunen verteilt. Wenn jetzt jemand kommt, wo wollen Sie ihn unterbringen? Wir haben im Grunde genommen die Wülfingstraße, das ist ja unsere normale, sage ich jetzt mal, Flüchtlingsunterkunft oder eine davon. Die haben wir so ausgestückt, dass wir im Notfall, also wenn vor allen Dingen abends oder am Wochenende Leute kommen, dass wir da eine Unterbringungsmöglichkeit zumindest für 1 oder 2 Nächte Ad-hoc. ad hoc haben für 50 Plätze. Und das ist auch so kommuniziert mit Feuerwehr und mit Polizei, denn die können ja auch überall, ich sag mal, auftauchen und um Hilfe bitten. Und damit man eine Stelle hat, wo man eben dann den Anlaufpunkt auch hat, wo jemand auch rund um die Uhr, 24 Stunden an 7 Tagen, der Chef vom Dienst da ist, dass wir einfach gewährleisten können, dass da keiner sozusagen auf der Straße übernachten muss. Und danach? Danach versuchen wir möglichst in Wohnungen derzeit noch in Wohnungen unterzubringen, da wir eben wir hatten ja direkt bei Beginn der Aufnahme des Krisenstabes oder vorher noch der Koordinierungsgruppe hatten wir ja schon angefangen, die großen Wohnungsgesellschaften abzufragen, was habt ihr noch zusätzlich an Wohnungen? Die haben dann auch etwas versetzt, aber relativ schnell auch eine Rückmeldung gegeben, was für Wohnungen sofort bezugsfertig sind, welche Wohnungen, wo noch was gemacht werden muss, etc. Gleichzeitig hatten wir ja auf unserer E-Mail-Adresse ukraine@remscheid.de die Möglichkeit, konnten Privatleute ihre Wohnungsangebote melden. Die haben wir im Grunde genommen auch aufgeteilt. Sind das Wohnungen, also abgeschlossene Wohnungen? Nur solche würden wir als Stadt auch dann anbieten. Wir würden nicht die jetzt uns bei die bei uns vorstelligen Flüchtlinge in Haushalten unterbringen, also bei Familien, weil diese Verantwortung können wir einfach nicht übernehmen. Wir können auch nicht überprüfen, auch wenn ich unterstelle, dass es überwiegend seriöse Angebote sind, aber Die können es einfach nicht ich wissen. kann es nicht Nein, ausschließen. Und klar. da kann ich nicht die Verantwortung für übernehmen. Das gab so ein bisschen, ich sage mal, so Missverständnisse bei den Menschen, dass sie nicht verstanden haben, ah, die Stadt lehnt diese Angebote ab. Ich will das nochmal ganz deutlich betonen. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass die Menschen helfen wollen, wenn die auch die Bilder sehen, die einen ja nun wirklich sehr keinen kalt lassen und die Menschen dann helfen wollen. Aber in einen bestehenden Haushalt fremde Flüchtlinge aufzunehmen, ist schon eine gewaltige Herausforderung.
Wenn die Leute das so machen, ohne dass die Stadt da involviert ist, dann mag das so sein. Aber sobald wir werden von unserer Seite aus eine solche Einweisung nicht machen. Und dementsprechend haben diejenigen, die bei uns, ich sag mal, diese Angebote gemacht haben, haben dann auch den Verweis bekommen auf die gängigen Plattformen, wo Menschen eben in diesem Sinne ja, auch Flüchtlinge aufnehmen können. Aber wir werden es nicht als Stadt einweisen. 2015 haben Sie ja auch die Turnhalle Hölter Feld genutzt. Wollen Sie das jetzt wieder machen? Ja, es ist ein bisschen anders gewesen. 2015 war es ja so, dass das Land Nordrhein-Westfalen eigentlich kaum eigene landeseigene Einrichtungen hatte. Und da hat das Land damals dreimal im Grunde genommen die Stadt Remscheid angewiesen, im Rahmen der Amtshilfe eine Landeseinrichtung sozusagen auf Remscheider Boden zu machen. Das war die erste, war mit 120 Leuten in der Pestalozzi-Straße. Die zweite war dann Kremmenroll und der dritte dann Hölterfeld. Das waren Notunterkünfte, die wir gemacht haben für das Land. Das waren nicht unsere. Wir haben die in der Zeit 2015 die Zuweisungen, die wir vom Land immer nicht in diesen Unterkünften, sondern immer woanders unterbringen müssen. Das ist jetzt eben anders. Das wird nicht mehr passieren. Nein, das Land hat extrem viele, seit 2015 viele Landeseinrichtungen und zwar auch Erstaufnahmeeinrichtungen gegründet und unterhält die auch. Die haben jetzt im Rahmen der Ukraine-Krise viele von diesen Landeseinrichtungen leergezogen, damit sie Platz hatten für die Ukraine. Bei den letzten Videokonferenzen auch mit dem Ministerium wurde mitgeteilt, dass sie nochmal kurzfristig 25.000 Plätze auf Landesseite, sozusagen auf Landesebene nochmal schaffen. Und wir werden allerdings, um eben diese, ich sag mal, Erstaufnahme, die ich eben so als Notfall in Hölterfeld geschildert habe, wir haben festgestellt, das ist noch nicht ideal und das ist auch viel zu klein. Und deshalb werden wir jetzt eine Erstaufnahme für Remscheid Light in der Turnhalle Hölterfeld jetzt an den Start bringen. Also nicht Klausen? Nee, Hölterfeld jetzt als erstes. Also das, ich sag's extra als erstes. Könnte Klausen noch dazukommen? Ja. So eine Notunterkunft ist ja mit vielem verbunden. Da müssen Sie für Essen sorgen, da müssen Sie für Hausmeisterdienst sorgen, für medizinische Betreuung, für Betreuung der Kinder etc. etc. Sie sind schon gut dabei, Sie könnten mitmachen bei uns im Krisenstab. Das ist fast vollständig. Also es gibt noch einen Dolmetscherdienst, den müsste man da noch mal ergänzen. Sie müssen, auch die Möglichkeiten für Kleider oder ja, Bekleidung sorgen, aber Medikament ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gesundheitliche Beratung ist ein ganz wichtiger Punkt, auch im Hinblick auf Corona-Schutzimpfung beziehungsweise auch andere Impfungen, TBC-Untersuchungen. Und die stehen alle parat? Das wird alles in Hölterfeld sozusagen angedockt. Das geht nicht anders. Ne? Da werden wir uns ein kluges System einfallen lassen. Wir brauchen da eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Da sind wir in Gesprächen mit Hilfsorganisationen. Wir brauchen auch jemanden von der Stadt, der da sozusagen als Betriebsleiter den Hut hat. Den haben wir jetzt auch schon identifiziert. Man muss ja auch bei den ganzen Sachen nicht nur Funktion, sondern muss sie ja dann auch mit Namen ausfüllen. Wenn Sie solche Leute aus der Verwaltung nehmen, dann müssen Sie sie ja irgendwo abziehen. So ist es. Dann wird es eng. Es wird nicht eng, sondern es bleibt einfach was liegen. Das geht nicht anders. Aber das ist eben auch eine Herausforderung. Und ich finde, wir als Kommune haben auch die Verpflichtung. Und ich finde, das ist auch nicht schlimm, diesen Menschen, die jetzt da vor dem Krieg fliehen und ihre Männer und ihre Väter in der Ukraine lassen, die auch menschenwürdig unterzubringen. Und dazu haben wir die Möglichkeiten und das können wir. Ich sehe da keine Einschränkung für irgendeinen Remscheider oder eine Remscheiderin. Kommen wir mal zu dem, was Sie außerhalb von Hölterfeld noch leisten müssen. Ich denke an Kitas und Schulen. Ja, da sind wir im intensiven Gespräch. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie die Situation bei den Kita-Plätzen ist oder auch gerade was Beschulung angeht, gerade der Primarbereich. Da gibt es Vereinbarungen, auch auf Bezirksebene, wie die Art der Beschulung und wie die erfolgen soll.
Es ist so ein bisschen, ist natürlich schwierig zu kalkulieren, wie lange die ukrainischen Flüchtlinge hier bei uns in Remscheid bleiben. Aber was wir auf jeden Fall mitbekommen haben, dass direkt, wenn sie hier ankommen, sehr, sehr schnell die Frage nach der Kinderbetreuung gestellt wird. Und das einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat für die Frauen hier, dass ihre Kinder betreut werden, damit sie arbeiten gehen können, dass eine Beschulung stattfindet. Also ein Kollege hier aus dem Schulamt erzählte mir, dass zum Teil die mit Endgeräten ankommen und teilweise eine digitale Beschulung noch durch die Ukraine stattfindet. Das muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich sensationell. Das hat Deutschland teilweise in der Corona-Krise nicht hingekriegt. Und die schaffen das in einer Kriegszeit, da noch einen anscheinend funktionierenden Unterricht digital zu bespielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da sieht man, das mag ein Beispiel sein, das werden auch nicht alle Kinder digital beschult werden können und nicht jedes Kind wird auch ein Endgerät haben. Aber dass das überhaupt stattfindet, finde ich schon sehr erwähnenswert.